Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir für die Nintendo Switch Dragon Ball Z Kakarot aus. Ist jetzt am 24.09. offiziell erschienen. Hier haben wir auch die PS4-Fassung. Die habe ich mir letztes Jahr, glaube ich im Februar ist es die erschienen, in der Collector Edition gekauft. Da war ja diese schöne Figur dabei mit diesem Diorama, mit Son Goku und dem Saurier hier. Und falls ihr euch noch daran erinnern könnt, ich habe den Saurier ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe das zu hart hier reingemacht und ist das, ja, dieser Stift vom Bein abgebrochen. Aber egal, das Spiel ist cool. Wenn ihr Dragon Ball die Geschichte mögt, ist das ein recht cooles Spiel, wie ich finde. Gut, das Kampfsystem ist perfekt, ist es nicht, muss man ehrlich sagen. Ja, aber trotzdem ist es ein cooles Dragon Ball Spiel. Und das verdanke ich mir gleich auch nochmal. Entschuldigung, Saurier. Jetzt haben wir die Nintendo Switch Fassung. Die habe ich jetzt auch nochmal gekauft, weil ich dieses Spiel unterstützen möchte, weil ich dieses Spiel sehr gut finde. Und es ist ab 12 Jahren freigegeben. Erlebe die Dragon Ball Z-Saga erneut. Ja, machen wir. Von Raditz Ankunft bis zum finalen Kampf gegen Buu. Ja. Dann haben wir New Power Set, inklusive zwei Bosskampf-Episoden. Steht hier, stürzt euch in massive Nebenquest. Ein Spieler in TV-Modus, Dog-Modus, Handheld-Modus, unterstützt natürlich auch den Controller. Inklusive Game Punch. Was ist das denn? Was ist das? Ich kann es gar nicht lesen. Gucken wir mal rein, jetzt gleich. Dann haben wir hier Software, ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Argentinisch. Leider gab es keine Collection für die Switch, also ich habe keine gesehen. Aber ich habe eine schöne Collection mit der PS4-Fassung. Und die PS4-Fassung gab es öfters mal schon im Angebot. Also falls ihr Dragon Ball-Fans seid, kauft euch das, ist öfters günstiger. Aber auch wenn ihr Nintendo Switch habt, könnt ihr euch das ohne Bedenken kaufen. So was ich gesehen habe, soll die Switch-Fassung auch sehr gut umgesetzt worden sein. Und gucken wir mal rein. Was haben wir hier? Die Bandai-Namco-Punkte sehe ich. Eigentlich schon die Bandai-Namco-Punkte. Ich weiß nicht, was die meinen. Was da exklusiv sein soll, aber gut. Die Punkte und mehr sehe ich nicht. Und da haben wir die Karte. Und bei der PS4-Fassung hatten wir die DVD, Blu-ray, Entschuldigung, Punkte und den Season Pass. Aber nur bei der Collector zum Laden, da glaube ich, dabei. Und das war mein kleines Unboxing zu Dragon Ball Z Kakarot für die Nintendo Switch. Habt ihr euch das auch gekauft oder schon für die PS4? Hat es euch gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Kann ich nur empfehlen auf beiden Systeme. Und das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke für eure Zeit. Und einen Kommentar und Like würde ich mich sehr freuen. Bis bald. Euer Gavatrons. Ciao.